die Daumenbeugerübung, um den Daumen hier zu dehnen. Wir gehen erstmal so weit rein, wie wir können, fixieren den, versuchen ihn in diese Richtung zu strecken, aber halten fest, machen Gegendruck, kräftigen die Muskulatur und beugen weiter den Daumen Richtung kleinen Fingeransatz runter und ziehen mit dieser Hand vorsichtig nach hinterher. Das Ganze soll immer nur ziehen und anstrengen, nicht wehtun. Dann wieder versuchen strecken und wieder versuchen beugen. Versuchen strecken und wieder versuchen beugen. Dann die andere Hand außen rum und wir drehen den Daumen nach unten, kippen das Handgelenk nach außen, gehen mit der Hand und dem Daumen, also überkreuzen vor die Körpermitte, überkreuzen mit der anderen Hand, gehen mit dem Daumenkuppe auf den Zeigefingernagel, halten die Hand fest und versuchen, diese Hand zu öffnen, herzuziehen und zu drehen, in diese Position zu kommen, ohne dass sich was bewegt. Daumen rein, Hand zu, drehen, herkippen, andere Hand oben drüber. Ich versuche, die untere Hand zu öffnen, immer stärker, so stark ich kann, atme tief ein. Dann mache ich die Hand zu, kipse her, ziehe noch vorsichtig hinterher und dann eben einatmen, anspannen, ausatmen, weiter aktiv den Daumen rein, aktiv die Finger zu, aktiv das Handgelenk beugen und mit der anderen Hand mit unterstützen. Und dann wieder gegenspannen, einatmen, noch weiter, Daumen rein, Hand zu, Handgelenk her. Und das waren dann die ersten 30 Sekunden. Und dann 10 Sekunden versuchen öffnen. 20 Sekunden weiter schließen, weiter her. 10 Sekunden öffnen. 20 Sekunden weiter her. 10 Sekunden öffnen. 20 Sekunden weiter her. Und zum Schluss noch 10 Sekunden zu halten, dass man wirklich so 2 Minuten diesen Bereich intensiv dehnen und kräftigen. Das war die Handbeugerübung. Daumenbeugerübung.